von Gomez nach Flanke von Müller. Aber es liegt doch daran, dass der VfB zurückgekommen ist und weiter Druck macht, wie jetzt Pogrebniak. Pogrebniak und in der Nachspielzeit der Ausgleich. Doppeltorschütze Pavel Pogrebniak. Komm, sag ich's. 2:2, Labadias Mannschaft ist wieder da. Er lebt an der Seitenlinie den Charakter vor, den er von seinen Spielern verlangt. Nach 0:2 steht es 2:2. Eine lethargische Aktion von Breno, vorher ein missglückter Kopfball von Timoschuk genau in den Lauf. Und mit diesem Tor geht's in die Pause. Zweimal Pogrebniak zum 2:2. Was für ein Spiel, was für eine Geschichte. Und die Welt dreht sich weiter, während wir hier durchatmen. Klaus Kleber.